Offiziell sozusagen für Guten Morgen. Vektoranalyse hatten wir gestern. Wir haben eine neue Rechenart kennengelernt, die Divergenz von Vektorfeldern. Wir kennen jetzt verschiedene Sachen. Ja, wir kennen den Gradienten von einem Skalarenfeld. Wir kennen sagen wir, die Rotation. Haben wir als nächstes kennengelernt. Rotation von einem Vektorfeld und die Divergenz von einem ebenso Vektorfeld. Das rechnen wir die Steigung aus von dieser Skalarenfunktion, ist ein Vektor. Das hier rechnet mir die Wirbel aus dieser Funktion, ist selbst wieder ein Vektor. Und das hier sagt mir, wo sind die Quellen und wo sind die Senken, wo laufen die Linien zusammen. Wenn ich an dieses Vektorfeld Linien, Tangentialkurven zeichne, dann sagt mir das, wo es divergiert, wo die Linien herkommen oder wo sie hingehen. Und das ist insgesamt wieder ein skalares Feld. Und alle drei Sachen, Gradient, Rotation, Divergenz, kann man mit diesem tollen Nabla-Operator schreiben. Und das ist ein Vektor selbst. Die Komponenten dieses Vektors sind eigentlich Ableitungen. Das heißt, da muss man ein klein bisschen vorsichtig sein mit Vertauschen, während ich irgendwie a mal b als normale Vektoren vertauschen kann, b mal a. Das ist kein Thema, wenn die einfach nur Zahlen als Komponenten haben. Aber wenn einer von denen Nabla ist, also wenn ich Divergenz von eben diesem F habe, dann ist im Allgemeinen das hier nicht das Gleiche. Weil obwohl von den Vektoreigenschaften dieser Objekte das kein Thema wäre, hier steht halt noch eine Ableitung drin, die darauf wirkt. Und die Ableitung wirkt immer auf das Zeug nach rechts. Und hier würde es auf das F wirken und da wirkt es eben nicht mehr auf das F. Das heißt, das ist nicht das Gleiche. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man zum Beispiel die Produktregel haben möchte von sowas und ein anderes Beispiel, das wir gestern nicht gemacht haben, können wir jetzt nochmal probieren, wäre dann zum Beispiel die Divergenz eines Kreuzproduktes. Divergenz von F Kreuz B. Jetzt ist das dieses Ding hier von dem Vektorfeld, was selbst ein Produkt ist und wir können das ausrechnen. Und um jetzt nicht alles, das ist das Spatprodukt, ja? Was die Vektoren angeht, ist das das Spatprodukt, hier ist das Skalarprodukt und das ist ein Kreuzprodukt. Und wir wissen, dass man da zyklisch vertauschen kann, diese Dinger. Aber wenn ich jetzt einfach rumvertausche, das F zum Beispiel hier reinhole, das G nach vorne schiebe und das Nabla nach hinten, dann stimmt das zwar von den Vektoreigenschaften, aber dann wirkt die Ableitung nicht mehr, weil die beiden sind jetzt auf der linken Seite. Das heißt, wir müssen das irgendwie voneinander trennen und das passiert mal mit diesem komischen Pfeil, mit dieser Pfeilgeschichte da. Ja? Also ich schreibe erstmal den Ausdruck zweimal auf. F Kreuz G und sage mir, in dem ersten soll der hier wirken und der soll als konstant angesehen werden. Und der zweite sieht genauso aus, aber da wirkt das Nabla-Ding auf den hinteren. Jetzt stelle ich mir vor, als wären das wirklich nur richtige Vektoren mit Zahlen als Einträgen und ich fange an, das umzusortieren. Haben Sie eine Frage dazu? Nee. Unterbrechen Sie mich immer, wenn ich hier versuche, betont langsam zu sein. So. Jetzt sortiere ich das so um, als seien das ganz gewöhnliche Vektoren eher hier eingeschlossen. Und ich möchte das so sortieren, dass nur noch die, in dem Fall dieser eine, auf den Nabla wirkt, rechts davon steht und alles andere nach links. Also bringe ich den rüber und mache genau die Geschichte, das passt prima mit diesem zyklischen. Also den bringe ich nach vorne und die beiden rutschen eins weiter. Das heißt, das ist das gleiche wie G mal Nabla Kreuz F. So, jetzt wirkt das kann ich nicht vergessen. Obwohl an der Stelle bin ich fertig, das ist jetzt eindeutig, alle mit Pfeil sind rechts, alle ohne sind links. Das heißt, den kann ich wieder wegnehmen, ohne dass jemand das missversteht. Und hier hinten, wenn ich hier zyklisch vertausche, ich muss die halt irgendwie nebeneinander kriegen, die beiden. Also ich könnte jetzt andersrum, den raus, gehe in die erste Position und Nabla nach hinten, aber das wäre zyklisch, aber dann ist Nabla rechts von G, und dann mache ich noch einmal die Antisymmetrie vom Kreuzprodukt. Also kriege ich insgesamt ein Minuszeichen. Das F mal Nabla Kreuz G. So, jetzt habe ich effektiv die beiden getauscht mit dem Minuszeichen. Und der wirkt hier hinten. Und jetzt ist wieder eindeutig, ich kann die Pfeile weglassen und das ist meine Produktregel. So haben sich die Produktregel hergeleitet. Also die kann ich jetzt wieder weglassen, sodass niemand weiß, was wir hier gemacht haben und dann ist das gut. Und das Lustige war,
haben wir gestern kurz angesprochen, dass sich jetzt die Art der Ableitung geändert hat. Während wir hier eine Divergenz von etwas haben, ist das hier zu zwei Rotationen geworden. Ja, das ist eine Rotation von, das ist also was ganz anderes eigentlich. Ist trotzdem gleich. Und so eine Rechnung kann man halt beschreiben, wenn man dieses Nabla-Gerät benutzt. Könnten Sie jetzt Ihre eigene Produktregel herleiten? Also wenn da irgendwelche anderen Malpunkte stünden, die sehen immer so aus. Nabla, irgendeine Operation, ein Feld, Skalar oder Vektor, Kreuz oder Punkt, Skalar oder Vektor. Und dann macht man die Geschichte. Das hier und das Ding, was wir gestern hatten mit den vier Termen, sind übrigens die schwierigsten, die alle anderen sind trivial. Also wenn Sie jetzt irgendwie, was hatten wir eigentlich auch schon, F und G, wenn Sie, sagen wir mal F, G, was kann das für ein, was kann hier stehen, was für ein Malpunkt hätte ich hier zwischen für Möglichkeiten? Das ist die ganz normale Multiplikation, was kann ich, könnte ich hier für Gradient, Divergenz oder Rotation habe ich als zur Auswahl? Herr Niklas. Genau, weil gerade das ist ein Vektor, das würde nicht funktionieren. Das, genau, und dann weiß ich was, wenn wir die Divergenz haben, da gibt es keine schwierigen Regeln, da gibt es nichts mit Zyklizität, da ist nicht mal ein Kreuzprodukt drin, das ist einfach. Das hier ist einfach nur der Gradient von f, hat sich wieder die Art der Ableitung geändert, Skalar multipliziert mit dem Vektorfeld f plus f mal die Divergenz von diesem f. Das ist einfach hinschreiben sozusagen. Die schwierigsten waren die und den von gestern. Gut. Und wie gesagt, auf dem Übungszettel sollten Sie für die Lange die einzelnen Terme mal für einen speziellen Fall auswerten und gucken, dass das wirklich gleich ist. Wir haben noch die Hintereinanderausführung von den Ableitungen. Denn wenn ich zum Beispiel aus diesem, aus f, oder machen wir das, wenn ich aus, noch das zuerst, wenn ich aus diesem skalaren Feld f mit dem Gradienten ein Vektorfeld mache, dann kann ich ja auf dieses Vektorfeld diese Operationen loslassen, zum Beispiel die Rotation. Und dann ist, ja, das ist die Rotation sozusagen von diesem Gradienten. Was kommt daraus? Da können Sie eine Aussage ganz allgemein machen, ja? Wirbelfrei, genau. Das heißt, das ist egal, was das f ist, das ist immer 0. Schöne Regel. Es gibt keine Wirbel, wenn Sie ein Steigungsfeld haben. Genau, und Sie können verschiedene Wege gehen und ja, das ist eben die Steigung. Wenn das f eine Funktion ist, die keine komischen Sachen hat, wie so eine Treppe da, also wenn das skalare Feld jetzt diese Escher'sche Treppe wäre, die nicht richtig schließt, dann funktioniert das nicht. Aber für alle Funktionen, die einwertig sind, die überall wohl definiert sind, sind das ja die Höhen. Ja? Dann ist das sind das die Steigungen. Und das heißt, wenn ich auf geschlossenen Bahnen gehe, dann muss ich wieder auf der Höhe rauskommen, wo ich vorher war. Und das ist einfach so. Ja? Es gibt keine Höhendifferenz, keine Wirbel. Das heißt, das gilt immer. Das ist eine schöne Regel. Ja? Wenn Sie brauchen gar nichts irgendwie ableiten. Sie sehen das und sagen, oh ja, null. Und dann gibt es noch eine zweite. Das ist die Divergenz von Wirbelfeldern F. Also wenn Sie irgendein F haben, machen daraus das Wirbelfeld, dann hat das Wirbelfeld selbst keine Quellen. Das hier ist auch immer 0. Das ist die nächste schöne Geschichte. Und wie merkt man sich das? Wir kennen ja, das ist das Schwadprodukt, Punkt und Kreuz. Ja? A mal B Kreuz C, haben wir gesagt, ist das Volumen, das aufgespannt wird durch diese drei Vektoren. Und wenn zwei von diesen Vektoren gleich sind, dann gibt es kein aufgespanntes Volumen. Dann ist das Volumen gleich 0, weil dann ist es im Wesentlichen nur eine Fläche. Also wenn zwei gleich sind, ist das 0. Und hier sind sozusagen zwei gleich. Das ist keine Herleitung, kein Beweis von irgendwas, aber das ist was, wie man sich das merkt.
Genau wie hier, das sind im Prinzip auch zweimal die gleichen. Na gut, da steht jetzt noch das dumme F dahinter. Aber das Kreuzprodukt von zwei gleichen ist auch 0. Das ist die andere Sache, wie man sich das merkt. Und wieder, das ist kein Beweis von irgendwas. Den Beweis müsst ihr. Ja? Ja. Über den Satz von Gauss mir ein Volumen auswähle und das auf die Stelle, wo es wirbelt, ein ausgewähltes Volumen packe, dann ist ja der Nettofluss dann praktisch null, weil die Feld oder die Wirbel rein und aus meinem Volumen. Genau. Ja. Ich verstehe, was Sie sagen. Also Sie haben halt Ihre Kreise, ja, und wenn das dann schön rund geht, da kommt ja nichts rein oder raus. Das geht halt im Kreis. Jemand Kritisches könnte noch fragen, naja, was ist denn, wenn ich so eine Mischung habe? So, es wirbelt, aber ich sehe jetzt nicht genau, ob da vielleicht noch so eine kleine Quelle versteckt ist. Ja? Wie in meiner Badewanne, da wirbelt es auch die ganze Zeit herum, wenn ich das ablaufen lasse, aber trotzdem tropft es langsam durch den halb verstopften Au also sowas. Ne? Das, also Sie wissen, vielleicht kann es da ja auch, es kann ja so eine Mischung geben. Aber anschaulich ist klar, ja. Also Sie können das so merken, oder Sie können merken, oh ja, das sind ja zwei gleiche. Es ist jedenfalls null und das ist eine gute Nachricht. Dann können Sie noch was machen. Sie können auch die Divergenz von einem Gradienten ausrechnen. Also Sie haben ein skalares Feld, machen daraus erstmal ein Steigungsfeld und dann bilden Sie dann davon die Divergenz. Mache ich auch Klammern. Sowas. Das könnten Sie auch machen. Was ist das? Naja, wenn das 0 ist und das 0 ist, dann muss das. Das ist gerade leider nicht 0. Das muss man ausrechnen. Aber man erfindet für dieses Ding einen neuen Namen. Einfach nur ein neues Symbol, weil das angeblich häufiger vorkommt, dass man zuerst den Gradienten und dann die Divergenz von diesem Gradienten ausrechnet und macht dann ein Dreieck, was andersrum ist, ohne Pfeil. Und nennt das Ding Laplace. Das ist einfach die zweite Ableitung, sozusagen. Wir können das auch kurz ausrechnen, was das ist. Also wenn ich jetzt in kartesischen, was das in kartesischen Koordinaten ist. Erstmal den Gradienten von dem. Das ist ja als x-Komponente, ist das die x-Ableitung von f, als y-Komponente die y-Ableitung von f und als z-Komponente die z-Komponente von f. So. Und was ist die Divergenz? Jetzt rechnen wir das erste Mal live die Divergenz von einem Vektorfeld aus. Die Definition hatten wir gestern. Die Frage ist, ob Sie sich erinnern, Herr Pankratow. Sie waren ja nicht mal da. Ja, genau. Und das heißt, wir müssen, was heißt das? Genau. Hier drin, hier steht ja das ex d nach dx plus und so weiter. Das haben wir ja gerade da angewendet. Und jetzt sagen Sie, ich muss x mit x multiplizieren, die Komponenten multiplizieren. Das heißt, diese Ableitung mit dem Ding, was schon eine Ableitung ist, wird zur zweiten Ableitung. Das heißt, das ist die zweite Ableitung von f nach x und dann in dem Skalarprodukt plus die y-Komponente plus die z-Komponente, also plus die ganzen zweiten Ableitungen. Das ist, was dieses Ding bedeutet. Wenn Sie erst den Gradienten und dann die Divergenz ausrechnen, dann kriegen Sie einfach die Summe der zweiten Ableitung. Und das hat jetzt den neuen Namen Delta f und nennt sich Laplace. Und wird uns auch noch begegnen. Aber jetzt ist erstmal eine Definition. Das war die Vektoranalysis. Und das ist tatsächlich alles, was wir für unsere Feldtheorien brauchen, also speziell für die Elektrodynamik brauchen. Heute hängt so ein bisschen damit zusammen, aber ist quasi ein neuer Einstieg. Das ist eine gute Nachricht. Wir können sozusagen neu starten, neu denken. Es geht um Punktladung. Und ich habe das auch kurz gehalten. Die Kopien, die Sie bekommen haben, sind 8 Seiten lang. Gute Nachricht ist, die letzten zwei können Sie vergessen. Warum Sie die beiden vergessen können, erzähle ich Ihnen gleich. Ist nur für die Freaks. 27 Punktladungen. Und Dirac Delta. Also, no
neuer Gedanke. Ich möchte gerne eine Ladungsdichte Rho von R für eine Punktladung aufschreiben. Das hier ist eine Funktion, die ist im ganzen Raum definiert, sagt mir die Ladungsmenge. Wenn ich jetzt irgendwie so eine Ladungswolke hätte, sowas wie, ja, was weiß ich, manchmal stellt man sich Elektronen im Atom so vor, als würden die so eine Ladungswolke generieren. Das ist ein eher klassisches Bild. Das Elektron ist da irgendwie so rum und zeugt damit eine Wolke. Komisch, ja? Also, oder irgendeine andere Verteilung. Ja? Sie können auch viele Ladungen nehmen und einfach mal so in die Luft schmeißen. Dann haben Sie eine kontinuierliche Ladungsverteilung irgendwie, eine Ladungswolke. Aber jetzt möchte ich diese Funktion aufschreiben für eine einzelne Punktladung. Welche Eigenschaften muss diese Funktion haben, die die Ladungsdichte einer einzelnen Punktladung repräsentiert? Also nehmen wir an, unsere Ladung sitzt jetzt hier an diesem Ort. Diesen Ort nenne ich R0. Und da sitzt eine Ladung mit der Ladungsmenge Q. 0? Habe ich 0 gesagt? Q? Einfach Q sitzt sie. Also Q ist die Ladung. Dieser Punktladung, das ist der Ursprung. Und diese Funktion ist jetzt eine Funktion im ganzen Raum. Und welche Eigenschaft muss sie haben? Ja. Wenn man um Gebiet, um das Punkt egal wie groß oder wie klein oder wie nah das dran ist, dann muss immer die Ladung drin sein. Genau, die richtig. Das Integral über Rho ist ja im Allgemeinen die Ladung in einem Volumen. Das ist ja immer so. Die Ladungsdichte integriert über ein Volumen ist die Ladung in dem Volumen. Und wenn Sie sich jetzt irgendwie ein Volumen nehmen, dieses hier, das könnte, nenne ich V1, das erste Volumen nehmen, und da ist die Ladung drin. Das heißt, wenn das Volumen, über das Sie integrieren, ein Volumen ist, das den Punkt einschließt, dann muss da auch Q rauskommen. Also das ist gleich mein Q von der Punktladung, falls dass R0 ein Element des Volumens ist, über das ich integriere. Und wenn ich jetzt aber eins nehme, was daneben liegt, wo das Q nicht drin ist, dann kommt da nichts raus. Falls R eben nicht Teil von V ist. Das ist total offensichtlich, denke ich. Sie haben eine Punktladung, Sie messen, integrieren darüber. Sie können aber noch eine Aussage machen, ohne das zu integrieren. Einfach nur den Wert der Funktion anschauen. Überall hier draußen ist keine Ladungsdichte. Ja? Die sitzt ja nur da. Das Ding muss 0 sein. Das heißt, unsere Funktion Rho von R ist gleich 0 für R, dieses R, ungleich R0. Das sind zwei Eigenschaften, die unser Rho haben muss, die Ladungsdichte. Können wir jetzt schon sagen, wie die Funktion aussieht? Aus diesen beiden Eigenschaften. Welche Funktion kennen Sie, die diese Eigenschaften hat? Die ist überall 0, außer an dem einen Punkt. Und das Integral über ein Volumen, das diesen speziellen Punkt enthält, muss Q sein. Und das Integral, ja? Delta-Funktion. Das Problem ist, Sie sollen sagen, nee, kenne ich ja gar nicht. Das ist ja sehr, sehr komisch, so eine Funktion zu haben mit diesen Eigenschaften. Die ist wirklich überall 0. Wenn ich das in einer Dimension aufmale, nehmen wir an, wir wären jetzt in einer Dimension und vergessen Sie den Raum. Wir haben jetzt diese Dimension und hier sitzt die Punktladung an diesem Ort. Das heißt, das Erste heißt, das Ding muss überall 0 sein, wo die Ladung nicht ist. Das heißt, Ihre Funktion ist, blau ist nicht gut, grün, ist hier wirklich 0. Ich versuche, diese Funktion zu malen. Das ist Rho von x in einer Dimension. Das ist 0, 0, 0, 0, 0. An dem Punkt wissen wir nicht. Hier steht ja nur für ungleich. Und dann 0, 0, 0, 0, 0. So, also eine Funktion, die überall 0 ist. Trotzdem ist das Integral über ein Intervall, was diesen Punkt einschließt, wo die Ladung sitzt, gleich Q. Das heißt, die Fläche unter diesem Graphen ist so groß, Q groß. Das heißt, hier muss irgendwie eine Fläche drunter sein. Das geht bis ran. Ja? Also nicht drauf, sondern nur bis quasi ran mit der 0. Dann gibt es einen Punkt Lücke, dann geht es bei 0 weiter.
Und diesen einen Punkt können wir uns auch hinsetzen, wo wir wollen. Am besten setzen wir den ganz hoch, sodass die Fläche darunter dieses Q ergibt. Weil das unendlich dünn ist, muss das unendlich hoch sein, damit das überhaupt eine Chance hat, was eine endliche Fläche darunter zu haben. Und das ist sehr krank eigentlich, so was Unstetiges und unendlich da oben, das ist eigentlich etwas, was man nicht gerne mag. Und deswegen ist es auch keine gewöhnliche Funktion. Das ist halt so was Kaputtes, ja, 0 und dann unendlich und dann wieder 0. Aber so, dass die Fläche darunter, das ist also, das, Mathematiker kriegen da eine Gänsehaut, zum Glück sind die Mathematiker nicht da, doch sie schon, ne? Kriegen sie gerade eine Gänsehaut, also es ist ein bisschen komisch, macht einen irgendwie, also man denkt, oh, damit kann ich ja gar nichts rechnen und beweisen. Das könnte ja sein, dass ich dann irgendwie was Inkonsistentes bekomme oder so, wenn ich dann naiv rangehe und das stimmt auch. Deswegen haben die Leute da so einen ganzen Theoriekrams drum gebastelt. Wenn sie das Wort hören, das heißt Distributionentheorie, das ist keine Funktion, das ist eine Distribution, mit denen kann man alle möglichen Sachen machen. Und im letzten Jahr habe ich noch versucht, den Leuten einen Einblick da reinzugeben. Das war irgendwie ja, quasi am Bedarf vorbei. Deswegen vergessen Sie das. Wir machen das, wie so ein Physiker das macht. Ein paar Regeln, die stimmen. Ich werde die motivieren. Und dann sind wir damit auch schon glücklich. Ja? Und diese beiden Extra-Seiten sind zum Beispiel da für jemanden, der sich da noch austoben möchte. Wir definieren uns jetzt also was. Wir definieren Definition, Delta, die Delta-Dirac-Funktion, die Dirac-Delta-Funktion, so rum, Dirac, die Delta-Dirac-Funktion, die Delta-Funktion, nenne ich Delta von x, ist eine Funktion mit den Eigenschaften erstens a, dass Delta von x gleich 0 für x ungleich 0. Also als Bild ist das Bild von drüben, x ist irgendwo 0 und wenn x nicht gleich 0 ist, dann ist diese Funktion 0. Das heißt also, dass die sitzt hier unten, außer an dieser Stelle. Das ist die erste Eigenschaft. Eine wunderbare Eigenschaft, sagt mir, die Funktion ist praktisch gar nicht da. Aber wenn ich drüber integriere, über dieses Delta von x dx, und zwar in den Grenzen von a und b, a sitzt hier, b sitzt da, ich integriere darüber, dann soll da 1 rauskommen, wenn das a kleiner ist als die 0, also links davon starten, und gleichzeitig das b rechts davon, sozusagen, dass ich da drüber integriere. Und wenn ich das aber nicht mache, wenn das a auf der rechten Seite von der 0 sitzt, sodass das Intervall erst hier startet, oder dass das b kleiner ist als die 0, das heißt, das Intervall hört schon auf der linken Seite auf, dann soll da gar nichts rauskommen. Fertig. So definiere ich uns dieses Ding. Wir haben ein Objekt, das hat diese beiden Eigenschaften und als Bild könnte man sagen, das ist diese Funktion. Manchmal sieht man das so gemalt. 0, dann malen die Leute hier einen Pfeil nach oben und dann das. Jetzt sieht es aus wie eine Z-Achse oder also eine Funktionsachse, aber das heißt, dass da ein Punkt ganz oben sitzt. Manchmal sehen Sie das, jetzt haben Sie es auch nie gesehen. Oder einfach nur so einen Punkt dahin. Ja? Das ist. Und physikalisch wäre das jetzt hier eine Einheitsladung, hier steht ja die Ladung, eine Einheitsladung im Ursprung in einer Dimension. Also die Delta-Funktion ist quasi die Ladungsdichte, eine Einheitsladung im Ursprung in einer Dimension. Und damit können wir jetzt dann sowas auch aufbauen in drei Dimensionen. Sollen wir das jetzt schon sagen? Also wenn wir uns sowas definieren da drüben,
also wenn wir das Ding da einfach akzeptieren, das ist nur eine kleine Vorschau in die Ecke hier, dann können wir, was wir eigentlich suchen, unsere Ladungsdichte in drei Dimensionen schreiben als die Ladung, die das Ding trägt, mal Delta von x minus x0, das ist jetzt hier das Komische, y minus y0, z minus z0. Vorschau. Also wir benutzen dieses Delta-Ding, um dann diese Funktion zu schreiben. Da komme ich drauf zurück. Ich wollte nur sagen, wo es hingeht. Wir müssen erstmal ein paar Eigenschaften von diesen Sachen herleiten. Aus diesen Definitionen oder aus diesen beiden Eigenschaften folgen weitere Eigenschaften. Und diese, das ist eine Handvoll, drei Stück. Die drei schauen wir uns an. Und zum Beispiel, was passiert, wenn ich das Argument verschiebe? Das können Sie eigentlich raten. Achtung, einmal raten. Das wäre eigentlich Nummer 2 gewesen. Gleich raten. Eins nach dem anderen. Also wir müssen eine haben, wir es verschieben. Aber als erstes möchte ich das integrieren mit einer weiteren Funktion im Integranten. Also Integration gegen eine Testfunktion. Eine Testfunktion sind die schönsten Funktionen der Welt. Das sind die Funktionen, die alle Eigenschaften haben, die Sie sich wünschen. Das heißt, keine Singularitäten, keine Pole, keine Lücken, nichts, keine Ecken drin, alles super glatt, fällt schnell gegen Null ab, wenn Sie nur weit rausgehen. Funktionen, mit denen man gut, weil wenn was schnell abfällt, können Sie dann zum Beispiel das Integral über die gesamte Achse ausrechnen. Wenn Sie etwas haben, was gegen eine Konstante geht oder so, ist das Integral ja unendlich, nicht definiert. Aber so eine Testfunktion ist eine Funktion, die beliebig schöne Eigenschaften hat. Sie können zum Beispiel eine Taylor-Reihe, Sie können das um jeden Punkt in eine Taylor-Reihe entwickeln. Diese Taylor-Reihe bis in alle Ordnung ist konvergent, gleichmäßig konvergent, wer weiß, was das heißt. Alle guten Eigenschaften, die sie hat. Ja? Das sind die gutartigsten Eigenschaften der Welt. Und das brauchen wir, weil die hier so kaputt ist. Ja? Die gutartigsten Funktionen der Welt, das ist die Definition, die mathematische Definition von Testfunktionen. Oder etwas anschaulicher gesagt, das sind Funktionen, deren Taylor-Reihe gleichmäßig konvergiert und die, man sagt auch, einen kompakten Träger haben, aber das ist mir jetzt egal. Uns reicht diese Definition und das, die Eigenschaft hier heißt, wenn ich jetzt so eine Testfunktion f hernehme und zusammen mit dem Delta-Ding unter ein Integral stopfe, dx von a bis b, was kommt dann raus? Jetzt hier, wir wissen, was das ist, wenn ich nur Delta drunter habe, nämlich dann ist es die Fläche, die ist 1. Jetzt male ich da aber noch eine Funktion f von x daneben und möchte die zusammen integrieren. Und die Frage ist, was kommt da raus, nicht Sie. Oder gut, Sie können mir einen Tipp geben. Geben Sie mir einen Tipp. Man müsste sich schauen, wo f von x überhaupt existieren darf, zusammen mit der Delta-Funktion. Ja, genau, wo sie einen Einfluss hat. Ne? Nehmen wir, wenn die eine, diese Funktion da, diese Delta von x, wenn das hier jetzt unser Delta von x ist und Sie multiplizieren die jetzt mit einer anderen Funktion, sagen wir, unsere andere Funktion, rot, ist jetzt so ein Cosinus oder so, irgendwas. Das ist jetzt leider kein Cosinus geworden, also eine andere Funktion, sowas. Minus Cosinus mit ein bisschen was drauf. Das ist jetzt unsere zweite Funktion. Wo interessiert sich der Integrant eigentlich für die zweite Funktion, ist, was Sie sagen wollen, ja? Wenn Sie das miteinander multiplizieren, f mit Delta von x. Das heißt, Sie multiplizieren überall hier das Rote mit der 0, ja? Das heißt, das Produkt von den beiden ist hier überall immer noch 0, ja? Weil der Faktor ja schon 0 ist. Außer im Ursprung verschwindet das Produkt. Das heißt, das Produkt aus beiden ist wieder was hier 0 ist. Und nur am Ursprung multipliziere ich jetzt diese unendliche Zahl mit dieser Zahl hier. Das heißt, nur am Ursprung interessiert das die Delta-Funktion überhaupt, dass sie multipliziert worden ist.
Das heißt, das hier, dieses Ding zusammen, ist das absolut gleiche, als hätte ich Delta von x nur mit dem Wert an der 0 multipliziert. Denn ob ich jetzt das Grüne mit diesem Roten multipliziere oder ob ich das Grüne mit irgendwas anderem multipliziere, was hier durch den gleichen Punkt geht oder von mir aus auch mit der Geraden multipliziere, kommt immer das Gleiche raus. Ne? Das macht das nämlich hier zu 0 und an dieser Stelle kriege ich das Produkt aus, was auch immer das ist, mit dem Unendlichen. Sehen Sie das ein, dass Sie können dieses Delta-Ding mit einer Funktion multiplizieren oder Sie multiplizieren es mit einer Zahl, kommt das Gleiche raus, weil das Produkt ist sowieso die meiste Zeit 0. Nur an der Stelle, wo das x gleich 0 ist, ist das ja überhaupt was von 0 Verschiedenes. Und da ist es jetzt dann wurscht, ob Sie das mit, naja, mit f von x oder f von 0 multiplizieren. Ja? Gut, aber wenn das so ist, dann habe ich hier eine Konstante, das ist ja nur eine Zahl, und die interessiert mich beim Integrieren nicht, die kann ich rausziehen. Das heißt, ich kriege mein f von 0, Integral Delta von x dx a b. Und das da ist jetzt. Ach so, 1. 1 für den Fall, dass Ihre 0 in dem Intervall zwischen a und b ist. Ja, Sie müssen gucken, wo Sie integriert haben. Aber das haben wir, ist Eigenschaft b. Das heißt, das hier ist entweder gleich f von 0 oder 0. Und zwar ist es das hier, wenn die 0 dazwischen liegt. Und es ist 0, wenn a kleiner ist als 0 oder b oder 0 kleiner. Andersrum, a ist ja kleiner 0, danke, 0 kleiner a, a größer 0 und das b größer Jesus Christ. Wo ist das b? Das b kleiner 0, genau. Das war cool, ne? Was heißt das? Um das nochmal kurz zu verdauen, was heißt das? Wollen wir mal gucken, ob Sie das schaffen. Wenn ich Integral von minus 10... bis, was weiß ich, was ganz Schwieriges, 19,5 integriere, sagen wir mal, ich nehme e hoch Sinus Hyperbolicus x und dann noch eine Wurzel. Fällt Ihnen noch was Gutes ein? Wer lacht denn hier? Sagen wir mal das, ja, Delta von x dx, was ist das? Ganz fies, ja? Können Sie das integrieren? Sie können das integrieren, das weiß ich schon. Können Sie das auch integrieren? Doch? Nein? Dann haben Sie die Regel noch nicht verdaut. Und das nehme ich Ihnen nicht übel, weil die habe ich ja gerade erst angeschrieben. Aber wenn Sie die anwenden, was heißt denn das jetzt überhaupt? Als erstes gucken Sie, ob die 0 im Intervall ist, ja? Weil sonst wissen Sie nicht, welchen Fall Sie anwenden müssen. Und die 0 ist aber in dem Intervall zwischen minus 10 und 19,5, das heißt, das ist gut. Und wir sind im oberen, oder schlecht, je nachdem, das wäre noch einfacher gewesen. Im oberen Fall müssen wir jetzt die Funktion f an dieser Stelle 0 auswerten. Die Funktion f, das ist ja das, mit dem ich das multipliziere, also das an der Stelle 0 auswerten und das ist, Sie hatten das schon gesagt, 1. Weil Sinus Hyperbolicus von 0 ist eben 1. Boom. Also genauer gesagt, wäre das jetzt nicht, das ist e hoch... Das ist 0, e hoch 0 ist 1, Wurzel aus 1 ist 1. Ach so, das meint, ja, ich meinte, das ist insgesamt... Ehrlich? Ja. Bin ja ein Schelm. genau, ich war schon bei e. Aber ist ja mal egal, das hätte ja was anderes Fieses sein können. Zum Beispiel hätte es f von x sein können, ist ja noch schlimmer. Dann wäre f von 0 raus. Genau, das. Ich will Ihnen sagen, Leute, das ist so einfach. Nichts lässt sich leichter integrieren als die Delta-Funktion. Denn da muss man ja nicht mal denken, da kann man einfach die 0 da einsetzen. Während das hier die schönste Funktion der Welt ist, ist das die am leichtesten zu integrierende Funktion der Welt. Ist egal, wie kompliziert das ist. Logarithmus, hier und da, einfach einsetzen. Man integriert ja eigentlich gar nicht. Also irgendwie schon, aber man benutzt halt, ist halt so eine einfache Funktion, überall 0. Ne? Es interessiert nur der Wert an der Stelle, wo die Punktladung sitzt. Sehr schön. Also das hat doch Spaß gemacht.
jetzt verschieben wir das Argument. Das heißt anschaulich, wir verschieben die Punktladung irgendwo hin. Okay, also nächstes ist Verschiebung des Arguments oder so, des Arguments von der Delta-Funktion. Also jetzt will ich Integral von a bis b, f von x, aber jetzt steht da Delta von x minus x0, irgendeine andere Zahl, dx. Die Frage ist, was ist das? Jetzt sollen Sie mal raten. Also wenn ich jetzt hier mein x habe, meine x-Achse, und das ist jetzt, soll der Wert x0 sein. Das ist das, was hier drin steht. Das ist jetzt nicht mehr dieses Ding, sondern das ist das. Und anschaulich heißt es ja, dass unsere Punktladung sich jetzt verschoben hat. Um vom Ursprung auf das x0. Ja? Denn diese Funktion mit dem verschobenen Ding, es ist ja immer so, wenn Sie irgendeine wenn ich eine Funktion habe, was weiß ich, welche nehmen wir denn jetzt? X Quadrat. So, und Sie wollen das, das ist jetzt x Quadrat. Jetzt wollen Sie das einen Zentimeter nach rechts verschieben. Was ist die Funktionsgleichung von dem Ding? Nee, gar nicht. Nee, ja, gar nicht. Das wäre nach oben gewesen. Sie sind ja auch ein Schelm. X minus, genau, x0. Also man schiebt das Argument. Das hier ist dieses x0. Also das Tückische ist halt, man schiebt nach rechts und zieht das trotzdem ab. Ist ein bisschen fies, ne? Weil man denkt, Plus müsste nach rechts gehen. Ist aber nicht so, denn Sie können es so testen. Hier kommen Sie an den Scheitel da unten. Wenn Sie die 0 einsetzen, das ist der tiefste Punkt, alle anderen Punkte sind höher. Und was müssen Sie einsetzen, damit das Ding hier zu 0 wird? Da müssen Sie das x0, was rechts sitzt, da einsetzen. Dann zieht sich das wieder ab. Also das Minuszeichen schiebt das nach rechts. Und das funktioniert mit jeder Funktion, mit x Quadrat, genauso gut wie mit diesem Delta-Ding. Und wenn Sie da jetzt Delta von x haben, dann ist das jetzt nicht mehr diese Funktion, die hier hochgeht, sondern ist es die Funktion, die hier hochgeht. Das ist also nach rechts verschoben. Dieses Ding ist jetzt eine nach rechts um x0 verschobene Delta-Funktion. Und jetzt sollen Sie das hier multiplizieren und integrieren. Ich denke mal, Sie wollen darauf hinaus, dass das Integral ja gleich bleiben müsste. Weiß ich nicht genau. Will ich darauf, dass das Integral gleich bleiben muss? Das heißt, das Integral, welches Integral bleibt gleich? Na, das von der Delta-Funktion. Das ist, ja genau, die Fläche bleibt, weil es nur verschoben ist. Richtig. Also diese Regel hier könnte ich auch schreiben, indem ich hier noch ein minus x0 reinstopfe. Dann muss ich nur aufpassen, dass ich, wenn ich das verschiebe, ich nicht außerhalb von dem Intervall lande. Dann muss ich gucken, dass das x0 zwischen den beiden Punkten ist. Aber sonst, von der Fläche hat sich durch das Verschieben nichts verändert. Jetzt ist aber noch das f von x davor. Also so ist richtig, da kommt wieder 1 oder 0 raus. Mit dem, ist ein ganz kleines bisschen tückisch. Yes, yes? Ja, f von x0 muss es dann machen. Und warum? Na, weil wir es ja an der Stelle auswerten. Ja, weil genau dieser Punkt zählt. Ne? Wenn jetzt Ihre rote Funktion, wenn Ihre Funktion jetzt da drüber sitzt, das ist mein f von x, das ist halt jetzt wichtig, was der Wert von diesem f an dieser Stelle ist. Und da ist in der Ursprung egal, weil da ist die nämlich platt, die Delta-Funktion. Das heißt, das hier, durch Raten kriegen wir raus, dass das ist f von x0 oder 0. Und das ist f von x0 dann, wenn ihr Intervall um dieses x0 herum liegt. Also für a kleiner x0 kleiner b und dann irgendwie sonst. Ich habe immer ein Problem mit sonst, weil der ganz aufmerksame Studierende hat schon gemerkt, was ist denn das, wenn das auf dem Rand liegt, ja? Also das ist ja noch nicht genau, da fehlt ja noch was sozusagen. Hier steht ja, die 0 liegt dazwischen und hier steht, die 0 ist außen. Aber was ist denn, wenn 0 auf A oder B liegt? Ja, das könnte man ja auch noch fragen. Deswegen kann ich jetzt hier nicht wirklich sonst schreiben, weil sonst ist das Komplement, logische Komplement zu diesem Fall und das ist nicht der andere Fall, da fehlt noch diese Lücke. Da müsste man sich überlegen, was soll denn passieren, wenn man jetzt nicht über das gesamte Ding hinweg integriert, sondern wenn man in der Mitte aufhört. Jetzt hatten Sie so eine unendlich dünne Nadel nach oben und jetzt wollen Sie da auch noch bis zur Hälfte integrieren, ja?
Das ist ja nochmal extra fies. Die Definition, die man machen würde, wäre ein halb. Ja? Man würde schreiben, das ist ein halb, falls a gleich 0 oder b gleich 0. Aber, weil mir das auch zu anstrengend ist, sagen wir einfach, diesen Fall interessiert, wir lassen den Fall als Spitz. Wir werden immer Integralgrenzen wählen, die den speziellen Punkt einschließen oder eben gar nicht einschließen, aber nicht die jetzt auch noch genau da durchgehen. Wir können ja unsere, wir können ja wählen, wir wollen über dieses Volumen integrieren und dann machen wir unsere Volumengrenzen nicht so, dass sie genau durch die Ladung geht. Ich habe übrigens im letzten Semester auch einen geilen, eine Frage bekommen. Da hatten wir dieses Gauss-Gesetz, da haben wir diese Ladung und dann ein Volumen gewählt und das hat uns die Ladung gezählt, die da drin sind. Und jemand hatte gefragt, was passiert denn, wenn Sie jetzt Ihr Volumen durch diese Ladung legen? Zählt die jetzt mit oder nicht oder wie? Habe ich dieses Semester gar nicht bekommen, kriegen Sie auch keine Antwort. Jetzt habe ich doch die Frage bekommen. Gute Frage. Wenn Sie das ordentlich durchschneiden, glatt durch die Mitte, dass die Hälfte rein, die Hälfte rausstrahlt, kriegen Sie wirklich die Hälfte. Wenn Sie aber sozusagen da reinschneiden bis zur Mitte und dann abbiegen oder so, wenn Sie also ein Volumen haben, was nicht, dann müssen Sie entsprechend des Raumwinkels aufteilen. In drei Dimensionen können Sie da viele Sachen kriegen. Wenn Sie die Punktladung in einer Dimension durchschneiden, boom, dann haben Sie nur in der Mitte die Chance, weil es ist ja nur ein Intervall von, dann kriegen Sie die Hälfte. Man würde das aufteilen. Und das alles, was passiert, ist, dass man dann noch mehr Fälle unterscheiden muss, man muss noch mehr sagen, man braucht noch mehr Zeit dafür. Und deswegen sagen wir jetzt einfach diesen Fall, wir schneiden einfach nicht da durch. Ja? Ist sowieso hart genug zu treffen, so eine Punktladung, da schneiden wir einfach nicht durch. So. Das ist anschaulich ja klar, ja? Also, wie wir hier am Bild gesehen haben. Wenn man das noch ein bisschen komplizierter schreiben möchte, aber die gleiche Aussage, könnte man sagen, wir machen eine Substitution. Ja? Und ich glaube, ich habe das Xi genannt. Meine neue Variable Xi, weil Xi ist griechisch für X, denke ich mal, nenne ich jetzt diese Differenz. Dann können Sie substituieren. Sollten Sie eigentlich. Da muss man verschiedene Sachen machen. Man muss zum Beispiel man muss auch noch das Differential, dxi, man muss dieses Ding einmal differenzieren. Dxi nach dxi ist sowas wie dxi nach dx dx. Fehlerfortpflanzung. Die Ableitung von dem Ding nach x ist 1 mal das dx, also das dxi ist das gleiche wie das dx. Dieses x hier lösen Sie auf, kriegen wir also f ist gleich xi plus x0, weil das x geht da rein, dann kommt das rüber. Hier, das geht auch da rein, kürzt dann dieses minus x das plus x weg oder umgekehrt, das habe ich ja so gemacht, damit das das xi ist. Delta von xi und dx ist gleich dxi. Und da müssen wir noch die Grenzen aufpassen. Die Grenzen für das Xi sind jetzt andere. Wenn das a, x gleich a ist, ist das Xi a minus x0. Und das, wenn das x b ist, dann ist das Xi b minus x0. Das heißt, das da ist gleich dem hier. Das ist jetzt leichter, weil jetzt können wir hier die Regel Nummer 1 benutzen. Jetzt steht in dem Delta kein komisches Ding drin, sondern steht einfach nur das und dann wissen wir genau, was es ist. Und zwar ist es gleich, das Ding ist gleich, die Funktion ausgewertet an der Stelle, wo das Argument gleich 0 ist, da wo sie sitzt. Also xi gleich 0 setzen in dem. Wenn ich xi gleich 0 setze, dann kriege ich f von 0 plus xi und das ist f von x0, das ist das von oben. Das heißt, das ist f von 0 plus x0 und hier unten ist es 0 und das, der erste Fall ist es falls. Für, wenn jetzt die 0, diese Regel sagt ja, die 0 muss zwischen dem und dem liegen, zwischen a minus x0 und b minus x0. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, 0 plus x0 ist einfach nur das x0, dann sind Sie da. Und das ist die gleiche Bedingung wie diese Bedingung, wenn man einfach hier das, die ganze Ungleichung plus x0 nimmt.
Das wäre irgendwie die Herleitung von diesem Resultat, aber anschaulich ist das vielleicht noch klarer. Gefällt Ihnen das anschaulich, gefällt Ihnen diese Substitution? Genau, aber vielleicht gefällt Ihnen ja jemand das hier. Dann machen wir mal. Wollen wir mal gucken, ob Sie anschaulich das hier können. Skalieren des Arguments. Was wäre denn, wenn ich f von x Delta von 3x dx von was auch immer, minus 1 bis 6 integrieren möchte? Was ist denn das? Hahaha, neue Regel. Ja, jetzt habe ich hier 3x. Was wir konnten war, wenn da x drin steht, oder falls irgendjemand das x mal z genannt hat, und wir können es auch schon verschieben. Aber jetzt, Achtung, jetzt mache ich das hier. 3x. Was ist das? Wenn Sie das schwierig finden, haben Sie recht. Machen wir wieder das Anschauliche. Also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt anschaulich, was ist das für eine Funktion? Nehmen wir unser, Standardbeispiel, dieses x Quadrat, und jetzt hat aber jemand die 3 da reingeschummelt. Ja? Wie soll, also was heißt, das heißt, wir haben jetzt die Funktion 3x Quadrat. Die 3 sitzt da innen drin. Wie sieht der Graph aus? Richtig, man könnte ja sozusagen die 3 mal ausklammern, dann haben wir 9 mal das, das heißt, das weg, das ist eine schlank. So, exakt. Das hier ist 3x². Das heißt, das ganze Ding ist gestaucht worden in x-Richtung. Jetzt verschieben wir nicht, jetzt stauchen wir. Und deswegen ist das auch dann gleich wie Delta von x, weil wir quasi die Funktion nur zusammenschieben, aber die ja eh nur an dem Punkt 0, also in dem einen Punkt da ist, und dann, wenn wir da zusammenschieben, ist das ja genauso. Und alles andere ist ja auch 0. Richtig, ne? Wenn Sie wenn Sie nur so einen dünnen Hering da haben und Sie schieben ihn zusammen, dann bleibt das ein dünner Hering. Anschaulich gesprochen. Ist aber falsch. Denn Sie können den, auch wenn er ganz dünn ist, können Sie ihn noch dünner machen. Ja? Nämlich hier ein Drittel dünner. Ne? Kommt ein Drittel weniger raus. Wenn Sie eine Punktladung nehmen, die Ladung Q hat, und Sie schrumpfen die um den Faktor 3, dann hat die nachher nur noch ein Drittel der Ladung. Sieht aber genauso aus. Das ist das, wo es quasi kaputt geht, wo man nicht mehr richtig sieht, was man macht. Da muss man halt sozusagen aufpassen. Also Sie, bei dieser anschaulichen Argumentation hätte man, glaube ich, Ihre Argumentation verkaufen können. Was kann denn da passieren? Ne? Null, ne? Oder auch meine. Achtung, selbst wenn das dünn ist, kann ich das immer noch dritteln. Ja? Da kann man nicht so richtig unterscheiden. Da machen wir jetzt die Geschichte mit der Substitution. Da machen wir jetzt sozusagen, rechnen wir es. Also, wenn wir das rechnen, würden wir jetzt sagen, wieder Substitution, Subst, und wir sagen, Xi ist gleich 3x. Das mache ich deswegen, damit ich hier das saubere Argument kriege, keine Faktoren davor. Jetzt müssen wir gucken, was ist jetzt das dxi? Dxi ist gleich 3dx. So. Und jetzt ist das hier oben, also, machen wir Substitution da unten drunter, ist gleich Integral, was passiert mit den Grenzen? Sagen Sie ruhig, wenn das x minus 1 ist, dann ist das xi minus 3, und wenn das 6 ist, dann wird das dann einfach 18, Jesus, das ist ja kompliziert, f von x wird zu xi Drittel, das hier, so habe ich ja das genannt, ist Delta von Xi, und das dx wird zu dxi Drittel. Meine Xi sehen aus wie 3. So. Hier, da passiert's. Also, das ist, diese 3 ist ein Drittel, ich nehme das raus, Integral, und dann habe ich halt mein f von Xi Drittel Delta Xi dxi. Und das ist jetzt die Regel, die ich habe da von vorne. Heißt, da wo das Xi 0 ist,
Das muss ich da einsetzen. Das heißt, das gibt ein Drittel f von 0 geteilt durch 3. Natürlich nur für den Fall, Sie wissen schon, für den Fall, dass die 0 auch da drin ist, was in dem Fall der Fall ist. Und 0 durch 3 ist 0. Das heißt, das ist gleich ein Drittel f von 0. Da haben Sie Ihre ein Drittel her. Man merkt das Schrumpfen, das ist der Punkt. Man merkt tatsächlich, dass man die Funktion zusammengedrückt hat. Kann man das jetzt als Regel benutzen? Richtig, wir machen das jetzt als Regel. Was wäre denn gewesen, wenn wir da jetzt f von Lambda x dx gehabt hätten? Also nicht 3, sondern Lambda. Dann hätten wir jetzt hier a und b. Wir machen jetzt daraus eine Regel. Richtig, 1 durch Lambda f, ach Quatsch, 1 durch Lambda, also das ist gleich 1 durch Lambda f von 0 oder 0 und das ist dann für 0 kleiner a kleiner 0 kleiner b. Genau, dann würde das funktionieren mit der 3. Da gibt es noch ein klitzekleines Problemchen. Was wäre denn, wenn dieses Lambda 0 ist, also dieser Faktor Lambda selbst 0, das sieht komisch aus, dann haben Sie hier 1 durch 0. Aber überhaupt, was wäre denn, wenn Sie Delta von 0 mal irgendwas, das heißt, das Argument verschwindet. Lambda gleich 0 ist ein ganz schlechter Fall. Man sollte nicht mit 0 skalieren, dann kommt dann irgendwie, das macht irgendwie alles kaputt. Das heißt, Lambda sollte nicht 0 sein. Meine Regel gilt nur, wenn das Lambda nicht gleich 0 ist. Und das nächste Problemchen ist, was wäre denn, wenn Lambda negativ wäre? Machen wir das in dem Beispiel da oben. Wenn ich hier ein Minus 3 hätte, dann hätte ich hier eine Minus 3, dann hätte ich da eine Minus 3. Das heißt, diese 3 wird zu einer Minus 3, die kommt nach vorne raus. Die Grenzen werden anders. Hier hätte ich plus 3 und hier hätte ich minus 18. Das heißt, das ist sozusagen von hinten. Wie 0. Ah, so sagen Sie, ne? Gegenstand A, B. Also diese Eigenschaften von dieser Definition gelten für A kleiner B. Wie lustig ist das denn? Ich meine natürlich A kleiner B. Lachen Sie mal, das war doch lustig. Ja, danke. Ist mir gerade jetzt auch gefallen. Ich könnte mich eigentlich kaputt lachen. Also, jetzt bin ich schon komplett raus. Also, wenn das andersrum gewesen wäre, sollen Sie nicht schließen, dass das 0 ist, sondern wenn man von hinten integriert, was passiert denn dann, wenn man von hinten integriert? Wenn man eine Fläche ausrechnet, aber nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Was passiert, wenn man richtig die Integralgrenzen umdreht, aber die kann man nicht einfach umtauschen, wenn man sie umtauscht? Kriegt man noch ein Minuszeichen. Genau, ich brauche mal unbedingt ein bisschen Platz hier. Ganz dringend etwas Platz. Es gilt ganz, ganz allgemein. Es gilt ganz allgemein, dass das Integral von irgendwo nach irgendwo, f von x dx, für irgendeine Funktion, keine Delta-Business, ist das Negative, wenn Sie die Integralgrenzen umdrehen. Ja, dann würde ja theoretisch dasselbe wieder rauskommen. Genau, das heißt, wir drehen das um, aber kriegen ein Minuszeichen. Ah, das meinen Sie mit dasselbe, ne? Sie haben ja, das Minuszeichen. Dann zweimal Minus 3. Richtig. Das heißt, jetzt drehe ich das hier um, kriege ein Minuszeichen, also noch ein Minuszeichen, und hier hatte ich noch eins von der 3, also ich kriege noch ein Minuszeichen. Minus, Minus macht Plus, jetzt kommt das Gleiche raus mit Plus. Das heißt, wenn ich die Regel mit einem negativen Lambda auswerte, dann darf man das Minuszeichen nicht sehen. Deswegen steht hier der Betrag.
Das ist jetzt die endgültige Regel. Die, wenn Sie skalieren mit einer Zahl, die nicht 0 ist, dann geht diese Zahl in den Keller mit dem Betrag. Sie verlieren das Vorzeichen. Und anschaulich ist es, dass die Funktion zusammengedrückt wurde, obwohl sie eigentlich schon sehr dünn ist. Ja? Dasselbe gilt dann auch für eine Verschiebung und eine Skalierung. Das wäre dann praktisch schon 1 durch Lambda an der Stelle von x0 oder so. Sie sind genial, das brauchen wir. Genau, wenn wir jetzt beides machen, wenn wir sozusagen Integral f von x Delta von Lambda x minus μ x0 oder sowas haben, zwei Konstanten, irgend sowas, mir wurscht, das ist ja auch Konstante genug eigentlich, ne? Dx, was ist das? Was haben Sie gesagt? Also der Betrag von 1 durch Lambda mal n von der Stelle x0? Nein, da ist es sozusagen die Frage, was kommt zuerst? Ne? Erst stauchen und dann verschieben oder erst verschieben und dann stauchen? Ne? Wollen wir, also ist klar, dass da irgendwas, da muss irgendwas Verschobenes rauskommen, also das f, das, da muss irgendwas mit vom Stauchen, also Lambda muss da schon stehen. Und dann ist f von, ist verschoben. Aber ist es verschoben um x0 oder ist es verschoben um x0 durch Lambda? Wenn ich erst stauche und dann verschiebe oder erst verschiebe und dann stauche, dann ich stauche ja immer um die Null. Schwierig. Müssen wir uns überlegen. Können wir uns überlegen? Ja, wir müssen mal durchrechnen. Ne? Mit dem ganzen Substitutionsbusiness. Wollen wir das so machen? Wie viel Zeit haben wir denn? Haben wir Zeit für das? Für eine halbe Stunde? Ja, das können wir vielleicht schaffen. Die nächste Regel ist nämlich, wenn da eine beliebige Funktion drin steht. Und das wäre jetzt sozusagen ein Spezialfall. Aber wir können uns ja langsam hinarbeiten. Machen wir ruhig das hier. Machen wir das. Also nehmen wir an, wir hätten dieses Ding und sagen jetzt Substitution. Xi ist gleich Lambda x minus x0. Mein dxi ist gleich, Herr Lüder, nicht weggucken. Das heißt, das Ding hier nach x ableiten. Richtig. Lambda dx. Das wäre unsere 3. Und jetzt haben wir, also wir haben jetzt da oben das Integral f von x Delta Lambda x minus x0 dx wird jetzt zu, sagen wir von a bis b, das ist eh wurscht eigentlich, wir können ja mal von minus irgendwie bis plus unendlich. Machen wir mal so richtig volle Kanne, dass da mit den Grenzen haben wir kein Problem, ne? Einfach über die ganze Strecke. Dann haben wir jetzt hier das Gleiche. X heißt f von xi plus x0 durch Lambda. Xi plus x0 durch Lambda. Dann hier ist Delta von xi d xi durch Lambda. So, hätte jetzt Lambda, wäre Lambda negativ, dann würden sich die Integrenzen tatsächlich, auch wenn sie unendlich sind, wieder tauschen. Ich kriege noch ein Minuszeichen. Also hier ist eigentlich der Betrag. Und jetzt werten wir das aus. Das Integral über Xi heißt Xi da zu 0 setzen. Das heißt, wir kriegen 1 durch Lambda f von 0 plus x0 ist x0 durch Lambda. Sie sehen, wir verschieben erst und stauchen dann. So, das Fieseste, was man machen kann, ist, eine Funktion als Argument zu wählen. Eine Funktion als Argument.
So, ich habe also jetzt Integral f von x und in das Delta packe ich eine Funktion g von x dx. Was soll das? Naja, es könnte zum Beispiel sein, dass das g von x genau das Ding hier ist. Das ist ja auch eine Funktion. Sie müssen sich nicht das Wildeste vorstellen, was es gibt. Das ist ja auch schon eine Funktion. Und tatsächlich, wenn Sie diese Regel verdaut haben oder sich merken, dann kriegen Sie die anderen umsonst. Weil das Skalieren mit einer Zahl ist ja auch eine Funktion von x. Das Verschieben ist eine Funktion von x. Das heißt, wir kriegen alles mit dieser einen Regel. Aber wenn wir das so langsam machen, dann sieht man auch, wie das irgendwie funktioniert. Und außerdem müssen wir uns die noch herleiten. Von a bis b. So, was kann jetzt passieren? Was heißt das eigentlich? Wie sieht denn die Funktion Delta von g von x aus? Wie sieht denn eigentlich g von x aus? Also, wenn das meine Funktion g von x ist, was kann ich mir denn da ausdenken? Das kann ja auch nicht so viel verschiedene, das ist halt irgendwie sowas, ja? Irgendwas. Das ist ein Beispiel für g von x, das setze ich da rein. Die Beispiele, die wir bisher hatten, waren war die Funktion x selbst oder 3 mal x, etwas steileres, oder x minus x0, eine verschobene. Das hatten wir bisher. Und jetzt machen wir irgendwie sowas. Das ist halt irgendeine Funktion. Ja? Und wenn wir jetzt Delta von dieser Funktion machen, wie sieht die denn aus? Wie sieht denn jetzt Delta von g von x aus? Das ist sehr interessant. Vielleicht jemand, mit dem ich noch nicht gesprochen habe heute? Machen wir langsam. Wie sieht denn Delta von x aus? Delta von x war doch das Ding hier. Meiste Zeit 0. Jetzt stopfen Sie aber erst das x in das g. Was ist denn zum Beispiel der Wert von Delta von g von x am Ursprung? Setzen Sie einfach mal x gleich 0 da ein. Das heißt, Sie setzen das erst da ein. Bei x gleich 0 kriegen Sie das da raus. Das ist genau minus 2. Ja? Weil da, wo die rote Funktion 0 Stellen hat, da haben wir jetzt unser Peak sozusagen. Exakto, genau. Das heißt, ne, das Delta ist ja immer dann 0, wenn das Argument selbst ungleich 0 ist. Delta ist dann 0, wenn das Argument ungleich 0 ist. Das heißt, dieses Ding, auch wenn Sie da was reinstopfen, Sie denken, Sie machen das kompliziert, machen Sie aber nicht, weil das tötet alles. Das tötet alles, was hier nicht 0 ist. Und diese Funktion ist ganz oft nicht 0, nämlich hier und da ist ja sehr, sehr ungleich 0. Nur hier gibt es ein paar Stellen, eigentlich schon relativ viele Stellen, wo die Funktion zufälligerweise 0 ist und nur da überlebt sie. Das heißt, das Ding hier unten wird so aussehen, hier geht es nach oben, an diesen Dingern. Das ist meine Funktion Delta von, und der Rest ist 0. Schnack, schnack. Sie verstehen schon, ja, in den, sowas in der Art. Ja? Kann ich jetzt, also wenn ich mir Gedanken machen will, wie sich dann die Striche da verändern sozusagen, ja? Die müssen ja nicht gleich sein bei der Delta-Funktion. Die Dicke meinen Sie, die Dicke? Wenn ich einfach sage, ich nehme das g, leite das ab, dann weiß ich ja, wie das ist, wenn ich das x so ein ganz bisschen bewege, dann habe ich ja die Steigung, was eben ist wie bei dem Skalieren. Und dann mache ich einfach alles durch, also g abgeleitet. Ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Eine sehr schöne, anschauliche Herleitung der Regel. Ich mache jetzt einfach genau das Gleiche mit ein paar Buchstaben. Das heißt, also was er sagt, ist, dass wir sowieso nur Beiträge von den Nullstellen kriegen. Ja, wir kriegen also, wenn wir das integrieren, immer dann einen Beitrag, wenn wir über sowas kommen. Ja? Also als erstes mal müssen wir entscheiden, wo sitzt denn unser A und unser B. Das heißt, wir könnten mal unser A hier hinlegen und das B können wir, was weiß ich, da hinlegen. Das heißt, wir integrieren über dieses Intervall. Das heißt, diese drei Nullstellen von g tragen bei, der Rest interessiert uns gar nicht, weil es außerhalb des Integrals liegt.
Und wir gucken uns also die Nullstellen an innerhalb des Intervalls. Das heißt, wir kriegen diese drei Beiträge. Und jetzt war noch die Frage, wie groß ist denn dieser Beitrag? Das ist ja nicht einfach nur diese Funktion ausgewertet an diesen Stellen. Also diese Funktion von x liegt jetzt hier nochmal drüber. Welche Farbe hatte die immer? Rot. Die Funktion f von x liegt hier jetzt noch drüber. Das ist mein f von x. Und jetzt müsste ich sozusagen jeden Beitrag hier entsprechend mit dem Wert multiplizieren. Das heißt, ich kriege hier einen Beitrag, wo f an dieser Stelle der Nullstelle ausgewertet wird und da und da. Aber er hat auch gemerkt, dass diese Peaks hier unterschiedlich dick sein können. Und die Dicke hängt davon ab, wie steil ich hier durchgehe, weil diese Dicke ist ja das Skalieren, was wir da hatten, Skalieren des Arguments. Also muss ich mir auch noch die Steigung besorgen. Und die Steigung wird dann dadurch dividiert. Also wir sagen erstmal Folgendes. Wir sagen, die Nullstellen von G seien x, i von 1 bis n. Jetzt habe ich die nummeriert. Das hier ist x1, das ist x2, das ist x3, das ist x4, x5 und x6. Und das Ergebnis von dem ist gleich eine Summe über die Nullstellen, die da drin liegen. Das heißt also, das ist eine Summe über alle die i, für die gilt, dass xi im Intervall zwischen a und b liegt. Ich summiere nicht über alle i von 1 bis n, sondern nur für die i's, wo das xi drin liegt. Das heißt, ich kriege in dem Fall eine Summe über x2, x3 und x4, über diese Punkte. Und da kriege ich den Beitrag, f an diesen Stellen. Denn das ist genau das Ding hier, diese Höhe ist f von x2. Das hier ist die Höhe f von x3 und so weiter, f von x4. Und die muss ich ja immer mitzählen, weil das multipliziert jetzt, das ist sozusagen die Höhe, die ich kriege an diesen Stellen. Diese Delta-Funktion, das Grüne, hatte immer die Fläche drunter, die 1 ist. Wenn ich das jetzt aber mit f von x2 multipliziere, dann kann das größer oder kleiner werden, je nachdem, was f von x2 ist. Das heißt, das gibt mir dann die Höhe. Das heißt, das kommt dahin. Aber dann kann der ja auch noch geschrumpft worden sein. Das kann auch noch irgendwie zusammen oder auseinandergedrückt worden sein, je nachdem, ob das x an dieser Stelle mit einem Faktor multipliziert wurde oder nicht. Das heißt, ich muss gucken, was steht denn vor dem x an dieser Stelle? Wie groß ist denn diese Steigung hier? Mich interessiert die Steigung an der Stelle. Die Steigung ist die Steigung von g. Und dieser Koeffizient kommt ja immer in den Keller mit einem Betrag. Das heißt, hier dividiere ich noch durch den Betrag von g Ableitung an der Stelle xi. Fertig. Genau das, was ich in Worten gesagt habe. Das trägt Rechnung der Tatsache, dass unsere Funktion g da irgendwie vielleicht durchrast mit einer hohen Steigung. Das bedeutet, dass man die Delta-Funktion zusammenstaucht. Deswegen kommt das in den Keller und hängt von der Ableitung ab. Und oben kommt die Höhe als Faktor dazu. Und Sie kriegen Beiträge von allen Nullstellen, die im Intervall liegen. Können Sie die Formel lesen erstmal? Denken Sie noch über was anderes? Denken über das hier mit der Steigung nach? Ja? Ach nee, ich denke noch weiter davor. Sagen Sie ruhig. Nee, das hebe ich mir für die Übung auf, gleich hier nach. Ah, gut. Also, können Sie das Ding hier lesen? Wollen wir das einmal ausprobieren? Wir können das ja mal einmal ausprobieren für diese Funktion. Wir können ja mal sagen, unser g
War das die Herleitung der Summe? Ich kann da nicht anders irgendwie herleiten, weil das war jetzt nur bildlich irgendwie hergeleitet. Ha! Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit? Also was ist denn Ihr Zweifach? Mathe. Tatsache, ja, natürlich kann man das im Prinzip auch herleiten. Aber ich wäre jetzt nicht darauf irgendwie bildlich gesehen, darauf gekommen. Hätte man das dann einfach substituieren können und wäre auch irgendwie darauf gekommen? Was wir gemacht hätten, ist, wir hätten das Ding in eine Taylor-Reihe entwickelt. Und zwar, also erstmal muss man erkennen, dass es eine Nullstellenbeiträge gibt. Das ist sozusagen klar, das ist Teil des exakten Beweises sowieso. Das heißt, wir teilen es auf in eine Summe. Für jeden einzelnen Term sagen wir, wolltest du es jetzt doch sehen, ja? Für jeden einzelnen Term sagen wir, integrieren nur von Epsilon minus Epsilon plus Epsilon um die Nullstelle herum. Weil wir wissen, dass der Beitrag lokal davon kommt. Das heißt, wir teilen dieses Integral von ganz A bis ganz B, von da bis da auf, in drei kleine Integrale oder in so viele Integrale, wie wir Nullstellen in dem Intervall haben, von ein bisschen davor bis ein bisschen danach. Ein bisschen davor, ein bisschen danach. Das heißt, es gibt uns diese Summe. Und in jedem, für jeden diesen, dann gucken wir jeden Term einzeln an. Für jeden einzelnen Term entwickle ich diese Funktion g in eine Taylor-Reihe, das um die Nullstelle. Das heißt, mein g von x, was da drin steht, schreibe ich für die Nullstelle Nummer i als g von xi plus die Ableitung von g an der Stelle xi mal x minus xi plus höhere Term. Was ist das hier, g von xi? xi sind die Nullstellen von g, also ist g von xi 0. Das ist toll, gute Nachrichten. Das heißt, das hier wird 0. Das heißt, unser g von x, was ich da einsetze, ist diese Zahl hier mal dieses Teil. Und dann greift unsere Regel Nummer weiß ich was mit dem Skalieren. Dann fliegt der Faktor als, das ist ja nur eine Zahl, das ist die Steigung wirklich, kommt raus mit dem Betrag runter. Und dann haben wir f an diesem verschobenen Ding, f an xi. Also ein paar mehr, das Stichwort ist, diese Funktion Taylor entwickeln. Ich wollte das gerade ausprobieren, ob diese Regel funktioniert für diesen Fall. Also jetzt zum Beispiel, wenn mein g von x gleich lambda x minus x0 ist, das da. Was kommt denn dann raus? Dann brauche ich die Ableitung von g an der Nullstelle. Was ist eigentlich die Nullstelle? Was ist die Nullstelle von diesem Gerät? Nee. Nee, gar nicht, genau. Also Sie setzen das hier gleich 0 und lösen nach x auf. Das heißt, wir kriegen x lambda x gleich x0 oder x gleich x0 durch lambda. Jetzt haben wir die Nullstelle, jetzt brauchen wir die Ableitung davon. Die Ableitung von x ist lambda. Jetzt müssen wir die Nullstelle da einsetzen. Das bringt gar nichts, weil das eine Konstante ist. Langweilig, langweiliges Beispiel. Dann ist das Integral von irgendeiner Funktion f von x mal diesem Delta von dem g von x, also von lambda x minus x0 dx nach dieser Regel, die Summe über alle Nullstellen, es gibt nur eine, geteilt durch die Steigung an der Nullstelle, ist also 1 geteilt durch die Steigung an der Nullstelle ist aber lambda mal f von der Nullstelle, also mal f von dieser Nullstelle x0 durch lambda und das ist hoffentlich das, was wir da hatten. Also es funktioniert. Dieses Ding da funktioniert tatsächlich. Es gibt noch einen kleinen Fall, der nicht funktioniert. Wenn Sie jetzt eine Funktion hätten, die sowas, das Ding ankratzt. Das nennt man eine doppelte Nullstelle. Da sind sozusagen zwei Nullstellen aufeinander zugelaufen. Das heißt, das Ding ist immer weiter höher gekommen. Doppelte Nullstelle. Bei doppelten Nullstellen ist das nicht definiert. Dieses Ding
für Funktionen g, wo g eine doppelte Nullstelle hat, ist nicht definiert. Ist einfach kein sinnvolles Ergebnis. Ist unendlich. Geht nicht. Haben wir nicht. Also gibt es nicht. Das heißt, Delta von x², was bei x gleich 0 eine doppelte Nullstelle hat, können Sie nicht ausrechnen. Ist nicht wohl definiert einfach. Kann ich mich jetzt auch nicht. Kann ich auch nichts machen. Kommt Quatsch raus. Also das ist ja schon irgendwie unendlich. Und wenn Sie x von, Sie können das nicht definieren, sodass das Sinn macht. Also unser g ist eine Funktion, die nur einfache Nullstellen hat. Das ist noch wichtig. Es gibt ganz viele lustige Übungsaufgaben dieser Art, als Teilaufgaben auf dem aktuellen Übungszettel. Da können Sie das ausprobieren hier. Und die Regeln sind ja schon, die sind ja eigentlich ganz putzig. Wir können uns diese Regeln noch ein bisschen anders aufschreiben. Und zwar, wir können also sozusagen komplizierter machen. Ja? Wir wissen ja was, wir machen mal eine komplizierte Schreibweise für f von xi. F von xi, das Ding, ist ja das Ergebnis dieses Integrals. F von x Delta. Was muss ich hier reinschreiben? Dx. Sie sind aber sehr schnell heute. Genau, ich schreibe das umgekehrt. Ich schreibe das sozusagen kompliziert. Und benutze das hier. Und dann kriege ich, raus. Ich kann sozusagen sowas schreiben, wie dass das Integral von a bis b f von x Delta von g von x dx, das ist die erste linke Seite, dann kommt gleich, ist die Summe über alle i von, da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit, das zu entscheiden. Hier schreibe ich, also irgendeine Summe, dann schreibe ich f von und g von g, die Ableitung an den Nullstellen. Und für dieses f von x schreibe ich jetzt das Integral, f von x Delta von x minus xi dx. So, und jetzt habe ich mir hier noch ein bisschen Zeit gelassen, weil das ist ja die komische Summe, ja? Das ist ja die Summe, die nur über die Nullstellen geht in diesem Intervall. Das heißt, ich darf jetzt hier nicht auf einmal alle haben, ja? Also schöner sähe das doch aus, wenn ich eine Formel über alle hätte, ja? Aber das darf ich nicht, weil ich darf hier nur über das Intervall schreiben. Wenn ich aber hier diese Grenzen wähle, die gleichen wie da oben, dann ist das hier 0, wenn die Nullstelle gar nicht in dem Intervall liegt. Das heißt, die Summe, die vorher nur über einen Teil der Nullstellen ging, kann ich ausdehnen über alle Nullstellen, weil die draußen liegen, kriegen keinen Beitrag, denn das ist dann sowieso 0. Okay? Jetzt ist es schön und jetzt kann ich sozusagen links und rechts vergleichen und das Wesentliche dieser Formel ist, dass Delta von g von x gleich Summe über alle Nullstellen von g von x ist und dann haben wir Delta x minus xi geteilt durch g-xi, boom. Das ist jetzt eine schöne Regel, die eigentlich blau sein sollte, für sich genommen, ohne irgendeine Funktion. Also Sie können jetzt eine Beziehung zwischen den Delta-Funktionen schreiben. Delta von einer Funktion da drin ist gleich Delta x minus die Nullstellen mit diesen Dingen rausgezogen. Und Sie brauchen sich an der Stelle noch keine Gedanken über die Intervalllänge zu machen. Das sind einfach alle Nullstellen. Okay? Das war jetzt auch doch nicht so doof, oder?
Und wir sind sozusagen gleich durch. Wir müssen noch mal hier kurz in diese Box gucken, ob wir das können jetzt. Ob wir jetzt unsere Ladungsdichte schreiben können. Für eine Punktladung in drei Dimensionen. An. Wir hätten jetzt hier unser kartesisches Koordinatensystem x, y, z und wir setzen unsere Punktladung genau dahin. So? Nee, geht ja nicht. Da. Das hier ist mein x, z0. Ich könnte ja mal das x0 nennen, das ist auch wieder mein Humor, ja? Könnte mich totlachen. Aber nennen wir euch das x0. Wie lustig wäre das, die einfach zu vertauschen. Machen Sie es ja nicht in der Klausur, wäre ich wahnsinnig. So, dann lache ich nicht mehr, dann lachen Sie. So, wir setzen also jetzt an diesen Punkt. Dieser Punkt hätte ich auch so sagen können. x0, y0, z0. So, da soll jetzt eine Ladung der Größe Q sitzen. Und das teilen wir auf in die drei Richtungen. Ja. Wir sagen, wir kriegen nichts, wenn wir nicht an der Stelle x0 sind. Denn wenn das x nicht x0 ist, dann bringt das ja nichts hier. Und wenn das y nicht y0 ist, dann bringt das hier nichts, weil das Argument muss immer 0 sein, damit das es bringt. Das heißt, wir kriegen wirklich nur dann was, wenn es überall passt. Wenn das x gleich x0, das y gleich y0 und das z gleich z0 ist. Das heißt, ja, das brauche ich gar nicht nochmal schreiben, weil das ist die, also Rho von R ist Q Delta X minus X0 Delta Y minus Y0 Delta Z minus Z0. Und wir können gucken, wenn ich das jetzt integriere, also Eigenschaft 1, die wir haben wollten, das ist gleich 0, wenn das Argument nicht diesen Dingern hier entspricht. War die erste Eigenschaft, die wir an so eine Funktion gestellt haben. Und die zweite war das Integral darüber, über ein gewisses Volumen, soll die Ladung geben, falls das Volumen diesen speziellen Punkt einschließt. Ist das eigentlich logisch? Ist das klar? Also das Ding dv, das v ist ein dx, dy, dz und das teilen Sie auf. Das wird dann zu einem q-Integral rho von x minus x0 dx-Integral Delta y minus y0 dy Integral Delta z minus z0 dz. Und jeder von den dreien kann entweder 1 oder 0 sein, je nachdem, wenn in dem x-Intervall der Punkt x0 liegt, ist es 1, wenn es nicht drin liegt, ist es 0. Das heißt, das insgesamt ist tatsächlich die Ladung, ja, ist es tatsächlich gleich q, wenn r gleich x0, y0, z0 ist und es ist 0, falls, was ich sagen will ist, wenn dieser Punkt in V liegt und sonst. Den können wir R0 nennen. Noch eine kurze abkürzende Schreibweise. Dieses Ding, weil es sonst so anstrengend ist, nennt man auch Delta 3 von R minus R0. Das ist jetzt die dreidimensionale Delta-Funktion, aber eine dreidimensionale Delta-Funktion ist ein Produkt aus drei eindimensionalen Delta-Funktionen. Scheiße, Zeit ist um. Ich wollte Ihnen eigentlich noch was machen, aber ich habe verboten bekommen, in den letzten 10 Minuten nochmal das Tempo anzuziehen. Also ich kann es nur sachte ausklingen lassen, sozusagen. Aber das ist jetzt keine große tragische Sache. Testen Sie nochmal gerade, ob Sie das verstanden haben oder ob Sie noch jetzt irgendwelche Fragen haben. Sie dürfen wirklich gerne, also Sie müssen noch nicht bis in die Übung warten. Das ist eine mathematische Frage, deswegen mache ich das ruhig in der Übung. Okay, gut. Naja, das ist halt jedenfalls die Geschichte von den Punktladungen gewesen. Beim nächsten Mal wird es ein bisschen anschaulicher. Also das war jetzt mathematisch.
beim nächsten Mal machen wir nochmal elektrische Felder ausrechnen für verschiedene Sachen. Da packen wir uns irgendwelche Objekte in den Raum, in den Weg, ja, irgendwelche Plattenkondensatoren oder sowas und rechnen dafür elektrische Felder aus. Also ein bisschen mehr Anschauung, noch mehr Anschauung. Thank you.